gibt neue Chancen durch Nachhaltigkeit, durch Nachdenken darüber, wie man Kreisläufe schließt, wie man daraus wieder neue Geschäftsfelder geschaffen hat. Kann man mit sehr viel Optimismus rangehen und sich gleichzeitig auch sagen, das ist auch das, was der Kunde will. Das ist das, was erwartet wird in der Breite der Bevölkerung, dass wir nicht auf Kosten anderer leben. Überall dort, wo man etwas wegwirft, wo man linear denkt, ist Nachhaltigkeit nicht gegeben. Wir müssen überall Kreisläufe schließen. Das gilt in dem Bereich der stofflichen Verwertung. Das geht in den Bereich der Reparierbarkeit. Und es gibt eben sehr, sehr viele Möglichkeiten, Kreislaufwirtschaft in wieder ein Geschäftsmodell einzubinden. Sehen Sie, unsere Welt hat jetzt 8 Milliarden Menschen. Und alle 8 Milliarden Menschen haben alle einen Anspruch und haben auch eine Vorstellung von einem glücklichen, gesunden und langen Leben. Da brauchen wir die Ressourcen dafür. Das kann man da nicht vergeuden, sondern das muss man intelligenter nutzen. Da muss man neue technologische und aber auch Verhaltensmuster haben. Das sind die Chancen auch gerade in dem Bereich von Papier, von Verpackung insgesamt. Das Papier auf seiner Naturbasis, der Faser, des nachwachsenden Rohstoffs Holz natürlich eine natürliche Qualifizierung zur Nachhaltigkeit hat, sollte erwähnt werden. Diese Entwicklung ist real. Es ist ja nicht irgendwie Fantasterei. Es gibt auch getrieben und verstärkt durch die Pandemie, durch Corona, aber jetzt auch durch den Krieg in der Ukraine, so etwas wie eine Renaissance der Regionalität. Gehen Sie heute in ein einzelhandels Lebensmittelgeschäft, Sie finden überall eine Ecke des Regionalen. Alles das zeigt, dass der Mensch mit dabei sein will und eigentlich wissen will, was da produziert wird und wie es produziert wird. Ja, wir müssen uns sogar fragen, was sind die Funktionen denn von Verpackung? Und fallen die dann da weg? Verpackung hat die große Funktion der Hygiene. Wir haben die große Möglichkeit, längere Haltbarkeiten zu haben, etwa im Kühlungsbereich und so weiter. Also ich glaube, auch da ist eher Veränderung als Pessimismus angesagt. Also ich hoffe, dass auch unsere Kinder und Enkelkinder sich immer wieder was einfallen lassen, auch immer wieder sich selbst fragen, ob das, was sie selbst tun, in Einklang steht mit den Bedürfnissen der Zukunft. Diese Frage würde ich allerdings auch all denen, die jetzt schon leben, dringend ans Herz legen. Fragen Sie immer, ist das nicht etwas, was ich eigentlich auf Kosten der kommenden Generation genieße? Und dann sollte man das vielleicht ein bisschen abbauen.